Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der zurückgetretene schleswig-holsteinische Ministerpräsident Barschel scheint nun auch das Vertrauen seiner eigenen Partei, der CDU, zu verlieren. Offen zog sie heute das Ehrenwort in Zweifel, mit dem Barschel am 18. September alle gegen ihn gerichteten Vorwürfe zurückgewiesen hat. Und sie schließt nicht aus, dass der frühere Regierungschef nun auch auf sein Landtagsmandat verzichtet. Darüber hinaus verlangt sie, dass Barschel nicht erst nach seinem Urlaub am 21. Oktober, sondern schon nächste Woche vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Rede und Antwort steht. Neue Zeugenaussagen, die den bisherigen Versicherungen Barschels nicht entsprechen, sowie die vorliegenden Ermittlungsergebnisse der Lübecker Staatsanwaltschaft, ließen die Union auf deutliche Distanz zu ihrem Parteifreund gehen. Aus Kiel, Michael Gede. Uwe Barschels Position im Kieler Untersuchungsverfahren ist schwer erschüttert. Seine eigenen Parteifreunde ziehen seine Glaubwürdigkeit inzwischen in Zweifel. Auf ihren Antrag hin wurde Uwe Barschel aus dem Urlaub zurückzitiert. Er soll so schnell wie möglich vor dem Ausschuss aussagen. Warum? Weil wir einen dringenden Aufklärungsbedarf nach der schweren Belastung, die Barschel gestern durch Finanzminister Asmussen erfahren hat, gibt. Denn die Frage, ob Barschel bereits im Februar von der anonymen Steueranzeige gewusst hat, ist natürlich von fundamentaler Bedeutung auch für die Frage, ob denn die Ausführungen auf der Pressekonferenz am 18. September der Wahrheit entsprachen oder nicht. Nun hat ja die Staatsanwaltschaft inzwischen die Aufhebung der Immunität beantragt. Es soll sich ja eine Quittung für einen Einschreibbrief für diese anonymen Steuerhinterziehung angefunden haben. Dies ist ein weiterer Zweifel, der sich ergeben hat. Wir werden ja heute Nachmittag noch Frau Eichler hören. Ich kann auch nur sagen, es hat natürlich die Bestürzung verstärkt. Seit heute liegt dem Untersuchungsausschuss das brisante Papier der Lübecker Staatsanwaltschaft vor. Demnach gehen die Ermittler davon aus, dass Rainer Pfeiffer eine Kopie der anonymen Steueranzeige gegen Björn Engholm als Einschreibebrief dem damaligen Ministerpräsidenten zugeschickt hat. Der Eingang dieses Schreibens ist in der Staatskanzlei bestätigt worden. Damit, so die Staatsanwälte, liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass Barschel entgegen seiner Darstellung die Kopie auch erhalten hat. Seine Sekretärin Brigitte Eichler konnte sich allerdings heute nicht an diesen Brief erinnern. Sie schloss auch aus, dass Barschel ohne ihr Wissen das Schreiben an sich genommen haben könnte. Der Brief jedenfalls ist einstweilen verschwunden. Erschüttert wurde die Glaubwürdigkeit Barschels auch in der Wanzen-Affäre durch den Innenstaatssekretär Knaack, hier mit Innenminister Clausen vor dem Ausschuss. Er bestätigte noch einmal, Barschel am 16. September, also zwei Tage vor seiner Ehrenwort-Pressekonferenz, in einem Gespräch umfassend über die Versuche Pfeiffers, an Wanzen heranzukommen, unterrichtet zu haben. Bisher hat Barschel jede Kenntnis und Beteiligung an dieser Affäre abgestritten und auf seiner Pressekonferenz die Informationen des Staatssekretärs verschwiegen. Die neuen Details haben im Kieler Landeshaus zu beträchtlicher Unruhe geführt. Auswirkungen auf die politischen Konstellationen im Lande sind nun nicht mehr auszuschließen. Am Abend konnten CDU und FDP in Kiel ihre Verhandlungen zur Bildung einer Regierungskoalition abschließen. Schwerpunkte der Vereinbarungen sollen morgen Vormittag bekannt gegeben werden. CDU und FDP verfügen im Kieler Landtag über 37 Mandate, genauso viele wie SPD und Südschleswigscher Wählerverband. Gegenüber der Frankfurter Rundschau sprach sich der FDP-Landesvorsitzende Zumpfort heute für Neuwahlen aus, falls ein neuer Ministerpräsident auch nach mehreren Wahlgängen im Parlament nicht ernannt werden kann. Die Bonner Regierungsparteien haben am Abend ihre erste Verhandlungsrunde über die Finanzierung der geplanten großen Steuerreform beendet. Es geht dabei um eine Summe von mehr als 19 Milliarden Mark. Bei dem Spitzengespräch im Kanzleramt wurde vereinbart, sich am Samstag erneut zu treffen. Zur Vorbereitung dieser zweiten Runde hat sich Finanzminister Stoltenberg für den morgigen Freitag mit den Steuerexperten von Union und FDP verabredet. Zum heutigen Treffen Rolf-Dieter Krause. In aller Herrgottsfrühe hatte sich heute das FDP-Präsidium getroffen, um die Marschroute für die Koalitionsverhandlungen endgültig festzulegen. Am Ende stand ein taktischer Kunstgriff. Statt eines eigenen Papiers benutzen die Liberalen einen von den Finanzexperten aller Koalitionspartner ausgearbeiteten Entwurf als Grundlage für die Verhandlungen über die Finanzierung der Steuerreform. Eine Erhöhung der Mineralöl- oder Tabaksteuer ist darin nicht vorgesehen. Die FDP will Steuervergünstigungen in Höhe von 19 Milliarden Mark abbauen.
Der Finanzminister hingegen kam mit einem Kürzungsvorschlag von nur 15 Milliarden ins Kanzleramt gerollt. Darüber hinausgehende Maßnahmen wollte er lediglich zur Diskussion stellen. Trotz einiger Meinungsverschiedenheiten war man sich einig, die Mehrwertsteuer nicht zu erhöhen. Dieser Schritt wird in der Koalition für die nächsten Jahre zwar nicht ausgeschlossen, aber jeder Zusammenhang mit der Steuerreform soll vermieden werden. Nach knapp 10 Stunden hatte man fast 2/3 der nötigen Subventionsstreichungen vereinbart. Einzelheiten nannte der Finanzminister jedoch nicht. Es besteht grundsätzliches Einvernehmen über eine ganze Reihe wichtiger Punkte, wie wir das Steuersystem vereinfachen wollen, gerechter gestalten wollen. Das heißt auch bestimmte Steuersubventionen und Sonderregelungen einschränken wollen. Das Zwischenergebnis beurteile ich insoweit positiv, aber es ist ganz klar, dass wir weiterarbeiten müssen. Aus dem Kanzleramt drang nicht viel nach außen, aber einiges davon ist überraschend. Danach hat Stoltenberg die Einführung einer 10-prozentigen Quellensteuer auf alle Zinserträge vorgeschlagen, die auch für die Erträge aus Lebensversicherungen und Bausparverträgen gelten soll. Bisher hat er eine Quellensteuer stets abgelehnt. Die Freibeträge für Arbeitnehmer und für das Weihnachtsgeld sollen, wenn auch in veränderter Form, beibehalten werden. Aber dafür, so heißt es, sollen die meisten Arbeitnehmer künftig keine Werbungskosten mehr bei ihrer Steuererklärung geltend machen können. Ein anderer Vorschlag Stoltenbergs, die Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit zur Hälfte zu versteuern, ist in der Koalition auf Ablehnung gestoßen. Denn damit, so heißt es, würden die Bemühungen um Flexibilisierung der Arbeitszeiten geradewegs zunichte gemacht. Nach Auffassung der Sozialdemokraten wird die Finanzierung der Steuerreform zu einer Steuerlawine für den Bürger führen. Der SPD-Finanzexperte Spöri erklärte heute, Stoltenbergs Konzept, durch Umschichtungen im Steuersystem Mehreinnahmen von 19,4 Milliarden Mark zu erreichen, liefen auf eine Steuererhöhung von durchschnittlich 1.000 Mark für jeden Steuerzahler hinaus.